wir zwei sind die Verrückten von der Schützlein. Genau, wir zwei. Ich, der Dominik, das ist der Thomas. Wir bringen euch im Motorsport. Ja, heute sind wir endlich mal oben ohne unterwegs. Endlich mal Temperaturen, wo man mit dem Cabrio fahren kann. Ja, wir besuchen den Jörg und gucken mal, was der so Neues getrieben hat. Ob der neue Simulator, der Sixpot, habe ich gehört, soll jetzt endlich im Einsatz sein. Gucken wir uns mal an heute. Ja, und außerdem brauchen wir noch ein paar Infos und ein paar Daten für unsere Simulatoren, damit wir mit Marcel trainieren können. KTM Expo, Red Bull Ring steht an nächste Woche. Wir halten euch auf dem Laufenden. Einen wunderschönen guten Morgen hier vom Red Bull Ring. Es ist mal wieder montags 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal von Schnitzler Racing. Schönen guten Morgen. Opa ist heute noch müde. Natürlich nehme ich euch auch mal mit hinter die Kulissen, wie es in so einer Boxengasse aussieht. Ja, lasst euch überraschen, kommt's mit. Herr Thomas, wen hast du da gefunden? Ich brauche keine Ahnung, irgendeinen Mercedes-Patienten. Hallo. Du bist wer? Ich soll nicht reden, wenn mein Betreuer nicht dabei ist. Das ist doch der, wie heißt er, der Uwe Alzen. Ne? Nee, der hat weniger Haar, der hat viel weniger Haar. Warte. Jetzt hier bei mir Kenner Feier. Hier Hallo. Unterwegs im. Was ist denn das da? Mercedes AMG GT3 natürlich wie immer. Ja, wer den Kenneth kennt, der weiß das auch. Ja, Kenneth ist ein alteingesessener, kennt die Nordschleife in- und auswendig, kennt fast jede Menschen in- und auswendig. Ja, macht jetzt hier ein bisschen Urlaub, da werden wir zur Seite geschoben, weil die Jungs müssen das Auto putzen, damit es natürlich wieder glänzt, weil der Kenneth hat das bestimmt dreckig gemacht, ein bisschen Fliegen eingesammelt und so. Kenneth, erzähl mal, Red Bull Ring, geile Anlage, oder? Fällt's dir? Anlage gehört auf jeden Fall in die Top 3, alles ist picobello sauber, aufgeräumt, neu, immer noch, sieht aus, als wäre es ein Jahr alt. Das hat mich schon im Griff hier, ne? Streckenlayout ist so schön. Tolle alte Rennstrecke. So, natürlich gehört zum Motorsport auch jede Menge Spaß. Der Kenneth Heisch jetzt mit uns hier in der Startausstellung unterwegs. Wir machen ein Casting für die neue Miss Miller Milch. Ja, die lächelt schon, die nette Dame. Sind Sie die neue Miss Miller Milch? Nein, leider nicht. Ich bin Austria's Next Grid Girl. Austria's Next Grid Girl? Yes. Gibt's das? Und du bist die Gewinnerin. Also, unser das Preis wird sich heute entscheiden. Wird sich heute entscheiden. Okay. Die Auswahl ist groß. Also ich habe das Ganze jetzt mal von hinten gesehen. Ich finde es gut, dass du das Einserschild trägst. Ja, danke. Hier direkt aus der Boxengasse. Es fährt die DMV GTC. Ihr hört schon im Hintergrund Sound im Counter. Ja, heißt GT3 Fahrzeuge. AMG, Audi, R8, BMW Z4, Porsche, 911 GT3 und natürlich auch GT4 Fahrzeuge. Wir schießen sie gerade die Steuerzielgerade unter. Ja, geiles Wetter, geile Anlage, was soll ich sagen? Schaut zu und genießt. Am Red Bull Ring gibt es noch einiges mehr zu sehen. Ja, ihr hört schon, es wird schon wieder ein bisschen lauter. Es lassen einige ihre Motoren warm laufen für die nächste Session. Und das ist die geilste überhaupt. Ah, da kommt man sich vor wie in Monaco. Wunderschöne Autos. Hier hinter mir ein schönes Benetton-Design, Renault. So, lieber Thomas, du bleibst hier drin. Ich schaue mir das Rennen an, Thomas, und dann sehen wir uns nachher wieder. Ich hole die ab. Thank you.
laufen. VIP-Gast. Was mit dem Hubschrauber hässlichen Pullover eingeflogen. Bei Markus MPM Sportscars in Nending liegt beim schönen Tuttlingen. Denn hier werden die Simulatoren in eigener Handarbeit von Markus zusammengebaut. Und wir schauen ihn jetzt mal ein bisschen über die Schultern. Mal Verrückte treffen Verrückte. Hallo Markus. Hallo. Der Markus ist der verrückte Erfinder, Entwickler, Techniker für die Abreißsimulatoren. Hier sehen wir gerade mal so ein Ding, wirklich deutsche Handarbeit. Da ist nichts irgendwo aus Taiwan, China oder sonst irgendwo, sondern der Markus laminiert die Dinger wirklich von Hand. Genau. Erzähl mal ein bisschen was dazu, wie wird das Ding aufgebaut? Ja, also besteht aus zwei Teilen, die wir hier einfach zusammenfügen und dann wird das Ganze hier fix fertig vorbereitet, bevor es dann zum Lackieren geht und nach Kundenwunsch individuell lackiert wird. Wir kriegen immer wieder die Frage zu dem Abreißer, warum das so ein bisschen aussieht wie ein Bob und mit der Kanzel da oben drauf. Ja, das, die Idee war einfach, Grundidee, wir wollten dann einfach um uns herum schon ein Chassis haben, weil auch das mit zur Immersion beiträgt und dann haben wir einfach ein Design gewählt, das so ein bisschen Kampfjet bis sogar Formelfahrzeug erinnert. Also wir haben so ein bisschen die Anatomie vom Formelfahrzeug mit einem erleichterten Einstieg gemacht und auch ein bisschen innen drin mehr Innenraumplatz, dass man halt auch richtig hantieren kann, wenn man mit größeren Lenkrädern zum Beispiel arbeitet. Der Vorteil ist, wenn man alles hier im Haus macht bei uns, wir können auch individuelle Geschichte machen. Also wir haben zum Beispiel auch schon dieses Chassis 10 cm länger, 10 cm breiter gemacht für diverse Sonderanforderungen. Das geht halt nur, wenn man wirklich Form- und Modellbau alles im Haus hat und das dann auch realisieren kann, so ein Projekt. Da hätten wir Verrückten ja schon gleich wieder eine Idee dazu, oder Dominik? Ich glaube, ich sehe richtig. Klar. Fällt mir spontan ein. Zwei Sitzer. Ja, also an jede Kartbahn, wo wir kommen, das allererste, wenn mehr wie ein Doppelsitzer dasteht, wir fahren Doppelsitzer rein. Ist klar. Ja, macht natürlich Spaß. Also, wenn einer einen Doppelsitzer-Simulator will, der Markus baut das Ding. Können wir alles realisieren, alles machbar. Geile Bude hast du gebaut hier, Jörg. Haben uns Mühe gegeben. Ja, willkommen im Upgraded Headquarter im schönen Lindenberg im Allgäu. Etwas über 15.000 Quadratmeter, viel Erlebniswelt, tolle Autos, geile Simulatoren. Schaut's euch mal an. Ja, wir brennen schon, zeig uns mal die Bude. Originale E30-Länder drin, Schaltenlauf. Echt geil. Vor allem 4000 Kilometer auf der Uhr. Original. So ein ganz witziges Detail. Vergoldete Schrauben. Das originale Rubik habe ich wieder für besorgt eingebaut. Frag nicht so nachschleifen. Ha! Stilecht. Chevy Cobra. GT500. Ja, natürlich geht es hier auch noch ein bisschen weiter. Ihr hört schon im Hintergrund, Jörg hat hier ziemlich viel Platz in seiner neuen Bude. Ja, das ist hier wie bei MTV Cribs, ja, kennst du vielleicht noch? Geil. Was ist denn das für ein Raumschiff da? Kein Raumschiff. Sixpod, der ultimative Abreißer. Seitenkräfte, Höhen, Tiefen, alles. Ja, eigentlich sind wir hier zum den neuen Sixpod anschauen, die Simulatoren, aber jetzt sind wir hier gerade noch über eine Spielecke gestolpert, über die Up Shuttle, auch mega, mega interessantes Projekt. Ihr könnt es euch so vorstellen, man setzt sich da rein mit einer VR-Brille und fährt einfach mal Achterbahn oder fliegt ins Weltall, zum Mars oder über die schönsten Plätze der Welt, auch absolut geil. Also so insgesamt kann man sagen, glaube ich, hat der Jörg hier einfach einen riesengroßen Kinderspielplatz für Erwachsene. So, können wir das Ganze mal laufen lassen.
Ja, hier sehen wir die neue Innovation von Upgraded. Also sicher diese normalen Simulatoren, wie wir sie bei uns haben, ist schon ein absolutes Highlight. Und ich glaube momentan immer noch das Nonplusultra am Simulatormarkt, was es gibt. Aber hier ein Prototyp vom sogenannten Sixbot. Sixbot hat im Prinzip die Aussage, diese Simulatoren stehen auf drei Achsen. Das heißt, die kippen nach vorne, links und rechts. Der hier steht auf sechs Achsen, der kann im Prinzip auch abheben. Ja, also hier könnte man zum Beispiel auch eine Rallye-Simulation machen, eine Sprungkuppe, könnt ihr euch vorstellen, ihr hebelt aus und kommt wieder an. Und man spürt natürlich auch, zum Beispiel auf der Nordschleife, mit dem Simulatoren die Kompressionen bergauf, bergab und so weiter noch viel, viel realer wie in diesem Simulator, wobei es hier schon echt gut ist. Aber das hier ist der absolute Oberwahnsinn, Oberwahnsinn. Wir können nur hoffen, dass das Ding möglichst schnell in die Serie geht, möglichst schnell eine Produktion stattfindet. Und ich glaube, wir werden die Schnitzelalm wirklich umbauen, damit so ein Ding Platz hat bei uns. Sieht aus wie bei der NASA hier. Hier schön neutral in weiß. Ja, eigentlich sollte jeder, der im Motorsport weiterkommen will, zu Hause so ein Trainingsgerät stehen haben. Ihr könnt den Jörg mit Sicherheit gerne kontaktieren, der macht euch bestimmt ein Spitzenangebot. So, wir sind wieder in der Kommandobase hier in Bad Hinnelang. Hinter mir die Simulatoren laufen. Ja, Marcel trainiert für den Red Bull Ring. Nächstes Wochenende, nächster Lauf, KTM Expo Rookie Challenge. Es gibt jetzt die letzten Tage relativ gute Kolumnen von Profi-Motorsportlern. Der Max Verstappen hat erst vor kurzem was Tolles geschrieben zum Thema Simulatoren. Und gestern habe ich jetzt gerade zufällig eine Gegenkolumne von Mick Schumacher gelesen da dazu. Der sagt, er braucht kein Sim-Racing und er braucht kein E-Sport. War aber ganz witzig, weil auch er beschreibt ganz toll seinen Tagesablauf. Er steht morgens auf, trainiert, isst Mittag, trainiert und geht abends wieder ins Bett. Natürlich unter der Voraussetzung, wenn er nicht in einer Veranstaltung steckt. Natürlich haben Leute wie ein Mick Schumacher finanziell die Möglichkeiten, sehr, sehr viel Track-Time im Auto zu bekommen. Und grundsätzlich wird sich bei allem und zeigt sich auch immer wieder die Leistungsbereitschaft zeigen. Man wird die nächsten Monate sehen, gerade auch bei einem Mick Schumacher, was bringt das Training, wie weit kann er da kommen und trainiert er richtig. Das ist vor allem auch immer wieder das Thema. Es bringt nichts falsch zu trainieren. Ihr könnt heute einen Marathonläufer oder einen Ausdauersportler fragen, wenn der jeden Tag ins Fitnessstudio geht und Gewichte stemmt, dann wird der in seiner Sportart nicht besser werden. Training und Simulatorfahren gibt es natürlich Pro und Contra, wie wir eben das jetzt aktuell gesehen haben in den Kolumnen vom Max Verstappen, der sich ganz klar für Simracing ausspricht, und jetzt auch aktuell vom Mick Schumacher, der sich gegen Simracing ausspricht. Ich sage jetzt mal so, beide haben recht. Das ist natürlich ein bisschen abhängig von den Möglichkeiten. Wenn wir jetzt einfach mal die Historie von Mick Schumacher anschauen, der natürlich ganz, ganz brutal viel Zeit auf den Strecken verbracht hat und auch heute noch verbringt, der auch die Möglichkeit gehabt hat, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Formel 4, eine Formel 4 Karriere her, wo man dazu sagen muss, bis zum Einstieg in die Formel 4 muss man schon unglaublich viel im Kart sitzen, unglaublich viel trainieren, um überhaupt auf diesem Niveau, auch gerade in der deutschen Liga, in der Formel 4 mithalten zu können. Und da hat der Mick halt den riesen Vorteil gehabt, dass er in mehreren
Serien an den Start ging und somit einfach unglaublich viel Trainingszeit bekommt. Ja, wir reden immer von Track-Time. Ja, wie viel Zeit kann jemand zum Training einfach verbringen? Und da hat er natürlich die Möglichkeit, durch auch, ganz klar, durch seinen finanziellen Hintergrund und auch durch seinen Namen relativ einfach in verschiedenen Serien an die Track-Time zu kommen. Wir normalen Leute, sage ich jetzt mal, die das Geld und den Namen nicht haben, für uns ist es nahezu unmöglich, nicht machbar, wenn man bedenkt, dass heutzutage schon eine Formel 4-Saison zwischen 200.000 und 300.000 Euro kostet, dass man das einigermaßen auf einem hohen Niveau betreiben kann. Und das Ganze dann in zwei oder drei verschiedenen Serien zu stemmen, ist nahezu unmöglich. Somit bin ich der Meinung zu dem Thema Training im Simulator, haben beide recht. Wir sehen es so, für unsere Leute, die die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, kommen wir einfach über den Simulator an sehr, sehr viel Tracktime. Wir können unglaublich viel trainieren und es erleichtert uns das Ganze natürlich auch, weil selbst wenn wir mit unseren eigenen Karts oder auch mit unseren eigenen Rennautos irgendwo an die Rennstrecke wollen, dann ist es natürlich wahnsinnig aufwendig. Ja? Es ist ein riesengroßer logistischer Aufwand, dahin zu kommen und natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Im Simulator können wir jederzeit, egal ob einer Zeit hat oder ob fünf Zeit haben, ob der Techniker Zeit hat oder nicht, wir brauchen den Mechaniker nicht, wir brauchen den LKW-Fahrer nicht. Wir können jederzeit trainieren. Wir können mittlerweile in den Simulatoren genauso wie im Rennauto auch Daten vergleichen. Und zu dem Thema E-Sport muss man halt einfach auch sagen, E-Sport ist eine andere Disziplin und Simulator bedeutet nicht gleich Simulator. Nicht jeder, der einen PC dastehen hat, einen Gaming-PC dastehen hat und E-Sport fährt oder E-Sport trainiert, trainiert auch gleichzeitig für den professionellen Motorsport. Also man muss da ganz klar unterscheiden. Wir sehen den Abreißer-Simulator, also unsere Simulatoren, die wir einsetzen, sehen wir als Trainingsgerät. Nicht als Spielekonsole und nicht als Gaming-PC, sondern es ist eine wirkliche Rennsimulation, wo der Körper belastet wird, wo die Reaktionsfähigkeiten notwendig sind, wo man wirklich auch Setup-Daten probieren kann, ganz im Unterschied einfach zum E-Sport. Deswegen diese Kolumnen, die jetzt momentan da gerade in der Presse auftauchen, wie gesagt, beide haben recht. Mick Schumacher sagt, er hält nichts von E-Sport, ja, kann man sehen, wie man möchte. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, wobei wir selber auch nicht aktiv im E-Sport sind, sondern wir trainieren auf den Simulatoren. Der Max Verstappen sieht das Ganze ein bisschen anders. Der sagt, Rennfahren ist nur durch Rennfahren zu trainieren, weil da haben wir das gleiche Thema. Es gibt einfach gewisse Prozeduren innerhalb von einem Rennen, die immer wieder gleich sind. Ja, man muss Linien kreuzen können, man muss wissen, wo kann ich im Windschatten, wo kann ich mich ansaugen, wo bremse ich mich vorbei, ist die Ideallinie außen zum Überholen oder innen. Es gibt einfach viele Möglichkeiten. Wie gehe ich im Wettbewerb um? Ich muss in die Spiegel gucken, ich muss aufpassen, was von hinten kommt. Ist auch immer ganz witzig, wenn man so die Kommentare bei den E-Sportlern liest, gerade bei iRacing ist das momentan ein ganz großes Thema, dass man in den Rennen immer wieder abgeschossen wird von hinten, von irgendwelchen Kamikaze, die von hinten kommen. Natürlich im richtigen Leben, im richtigen Rennauto auf der Strecke, bedeutet das Totalschaden. Es ist viel Geld kaputt, es ist viel Zeit kaputt, es ist viel Logistikaufwand kaputt. Im Spiel bedeutet das einfach, wir drücken einen Reset-Knopf und fangen wieder von vorne an. Aber auch das muss man lernen. Also auch dafür ist dieses Thema E-Sport nicht schlecht, weil, und das erkläre ich auch meinen Jungen immer wieder beim Trainieren, fahren wir auch immer wieder diese Rennen, ihr müsst in den Rückspiegel gucken. Ja, ihr könnt auch auf der Rennstrecke nicht sagen, mich hat einer von hinten abgeschossen. Ja, wenn das zu vermeiden geht und man das vorher schon erkennt und sieht, dass da von hinten einer kommt, der aggressiv unterwegs ist, dann macht es einfach manchmal Sinn, die Tür offen zu lassen. Das Thema sieht man in der Formel 1 immer wieder. Wie oft haben sich da schon Teamkollegen gegenseitig abgeräumt und abgeschossen, weil wir Rennfahrer einfach alle, wenn wir einen Helm auf haben, einen Nagel im Kopf haben und einfach nicht mehr denken können. Und genau das kann man auch mental im Simulator trainieren und auch im E-Sport-Bereich, selbst zu Hause auf einer Playstation, auf den einfachsten Mitteln und Konsolen, die es gibt, kann man Online-Rennen fahren oder auch gegen virtuelle Gegner fahren. Und da kann ich nur noch mal sagen, Rennfahren kann man nur durch Rennfahren trainieren. Und diese Sicherheiten auch
Zweikampfverhalten kann man da sehr, sehr gut simulieren und sehr, sehr gut lernen. Natürlich ersetzt es niemals das Fahren auf der Strecke. Das wird schlichtweg nicht möglich sein. Ja, zu dem richtigen Trainingsprozedere. In unserem Abracer-Simulator können wir eine Rennsimulation wie mit einem Rennauto machen. Mit einem PC oder mit einer Playstation kann man Rennsimulationen auch trainieren. Also es ist beides gut. Es ist auf jeden Fall besser, wie nichts zu tun. Ich bin aber auch der Meinung, und ich glaube, das liest man auch aus der Kolumne von Mick Schumacher ganz gut raus, man braucht eine Begleitung, man braucht einen Trainer und einen Coach. Natürlich kann man zu Hause an der Playstation rennen, fahren und trainieren. Das bringt auch was, das bringt auch alle weiter. Aber zum Schluss, um final zu trainieren, und so hat der Mick das auch ganz gut beschrieben, natürlich trainiert er auch im Simulator, aber er trainiert im Simulator mit seinen Ingenieuren, mit seinem Team, er trainiert zusammen. Und da werden Daten verglichen. Und das ganze Projekt haben wir mittlerweile in unseren Schulungsräumen in Bad Hindelang aufgebaut. Wir haben mittlerweile 3 Simulatoren im Einsatz, wo wir auch in der Lage sind, dass die Jungs und Mädels gegeneinander fahren können und wir können die Daten übereinander legen. Das heißt, wir können genau gucken, wo bremst jemand, wo lenkt jemand ein, was sind die einzelnen Sektorzeiten, wie verhält sich ein Setup auch im Zweikampf. Ja, macht es Sinn, den Topspeed zu erhöhen, damit den Abtrieb zu reduzieren? All diese Dinge, die man normalerweise auch mit dem Ingenieur an der Rennstrecke ausarbeitet, können wir hier simulieren am Abracer. Und da fängt für mich dann das richtig finale Training an. Da geht es nicht mehr darum, E-Sport-Rennen zu fahren, sondern da geht es wirklich gezielt um ein Coaching. Und das Ganze bringt natürlich nur was, wenn dementsprechend auch ein Trainer, ein Coach, ein Ingenieur mit dabei sitzt, der einem erklärt, was man machen muss und der eine gewisse Methodik hat. Da können wir jetzt wieder mal zurückkommen auf das Thema Breitensport in anderen Bereichen. Ja, wenn ihr heute in die Fußball-Bundesliga aufsteigen wollt als Bundesligaspieler, dann müsst ihr mit eurem Trainer arbeiten. Ich kann das aus meiner Jugend sagen, ich war sehr aktiv im Schwimmbereich und habe das auch irgendwann genau aus diesem Grund aufgegeben, diesen Sport, weil unser Trainer einfach von uns verlangt hat, dass wir 6 Tage die Woche trainieren, dass wir 6 Tage die Woche Ausdauer- und Krafttraining machen. Das ist einfach für einen Schwimmer notwendig. Ja, und genauso ist es für einen Motorsportler notwendig, tagtäglich zu trainieren, sich weiterzuentwickeln. Auch da fand ich das ganz toll, die Darstellung von Mick Schumacher. Wie bereitet der sich auf seine Rennen vor? Der setzt sich zu Hause hin, wenn er Zeit hat, und guckt sich die Filme vom Vorjahr an von den Rennen und macht sich Gedanken dazu, wo gibt es Überholmöglichkeiten, wo macht Windschattenfahren Sinn, was waren die Bedingungen der letzten Jahre. Auch diese Hausaufgaben und diese Vorbereitungen gehören ganz klar im Training mit dazu. Und das ist auch das, was ich auch meinen Kartfahrern immer wieder sage. Nach dem Rennen ist direkt vor dem Rennen. Ihr müsst euch immer wieder die Daten angucken vom Vorjahr. Ihr müsst euch nach der Veranstaltung auch die Daten angucken von euren Mitstreitern. Wir müssen gucken, wie schnell waren die anderen Teams in ihren Boxenstopps. Wir müssen die Strategie prüfen und gucken. Also es gehört viel, viel mehr dazu, auch bei uns in der GTC. Um in der GTC einen Sieg einfahren zu können, gehört viel, viel mehr dazu, wie als Fahrer 6-mal im Jahr zu einer Veranstaltung zum kommen, einen Helm aufzusetzen und im Kreis zu fahren. Da gehört eine richtig massive Vorarbeit dazu, sowohl vom Mechaniker, vom Techniker, vom Teamchef in der Strategie, wie auch von den Fahrern. Ja, erstmal für unsere Follower und Freunde und Fans auf unserem YouTube-Kanal. Wir machen jetzt hier gerade eine Datenauswertung und gucken uns gerade mal von dem letzten Rennen, das der Marcel gefahren ist, zur Vorbereitung auf den Einsatz am Red Bull Ring. Schauen wir uns jetzt mal die Daten ein bisschen an. Man kann hier im Prinzip, ähnlich wie beim Rennauto auch, genau in diesen Diagrammen erkennen, wo sind die Bremspunkte, wo sind die Einlenkpunkte. Wir haben im Prinzip hier die einzelnen Runden übereinander gelegt. Ja, Marcel, du kannst uns gerade mal das selber auch erklären. Wo jetzt die Unterschiede sind hier in der Kurve. Man sieht ja hier jetzt mehrere Linien. Ja genau, man sieht ja ganz klar, dass ich in der einen Runde, also jetzt mit weiß markiert, stärker abgebremst habe und dann dadurch einfach mehr Geschwindigkeit verloren habe, weil das ist das Diagramm für die Geschwindigkeit.
Dementsprechend ist die Geschwindigkeit hier geringer und kann dann über die ganze Gerade sieht man dann, dass ich hier die ganze Zeit ein bisschen verliere, weil mit der roten Kurve gehe ich früher wieder aufs Gas und habe dementsprechend die ganze Gerade hoch, einfach mehr Geschwindigkeit. Ja, und das Gleiche haben wir hier unten dann auch nochmal, wo man dann einfach sehen kann, die Schaltpunkte, in welchem Gang welche Kurve gefahren wird und hier dann dementsprechend die Gaspedalstellung dazu. Wir haben euch ja die Pedale ein bisschen mitgefilmt auch, also ihr seht es dann auch, wie das im realen Einsatz aussieht. Also man kann hier schon relativ viel machen. Das ist jetzt natürlich noch nicht die professionellste und beste Softwaremöglichkeit. Es gibt da noch bessere Geschichten, aber jetzt für unser Training zur Vorbereitung am Red Bull Ring haben wir hier eine gescannte Strecke, also keine irgendwie nachgestellte, sondern wirklich 1:1 gescannte Strecke. Und wir haben die Möglichkeit hier auch in dieser Software den KTM Expo zu laden und mit dem Rennen zu fahren. YouTube-Video um 20 Uhr heute Abend. Und wir haben uns heute Zeit genommen, unsere Go-Karts vorzubereiten für nächste Woche. Nächste Woche steht der nächste GTC-Lauf in Oppenroth an, 1000 Kilometer. Ja, und wir müssen schauen, dass wir unsere Einsatzgeräte fertig kriegen und so langsam das Einladen anfangen. Und da wir ja gesagt haben, wir streichen jede Woche ein Wort in unserem Leben, passt das ganz gut heute rein. Gern gebrauchte Ausrede, ich habe keine Zeit. Das gibt's nicht. Ja, wir streichen heute keine Zeit, weil jeder hat gleich viel Zeit. Wir haben 7 Tage die Woche, 24 Stunden Zeit, hoffentlich ganz lange, hoffentlich bleiben wir alle lang gesund und haben noch lang die Zeit. Und wie gesagt, drum gern gebrauchte Ausrede, anstatt zu sagen, mir ist was anderes wichtiger oder ich habe keinen Bock heute, sagt mal gern mal, ich habe heute keine Zeit.